Der Fährhafen in Halesiel war am vergangenen Wochenende wieder fest in Wikingerhand. Zum 9. Mal waren es nicht Schiffe, sondern Motorräder, die den Ton an der Kaikante angaben. Bereits am Sonnabend, dem ersten der beiden Veranstaltungstage, versammelten sich knapp 1000 Biker am Wangerooge-Terminal. Sehen und gesehen werden war das Motto. Mitorganisator Hans-Ludwig Lupo Jansen zog am Abend eine positive Bilanz. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit den Teilnehmerzahlen und mit dem Verlauf der Veranstaltung bis hierher. Unsere Ausfahrt ist Gott sei Dank komplett ohne Komplikationen ausgegangen. Alle sind wieder heil und gesund hier angekommen. 600 Motorradfahrer machten sich am Sonnabendnachmittag auf den Weg. Die erste der beiden Ausfahrten führte die Teilnehmer unter anderem durch Benser und Neuharlingersiel. Dass es dabei weitgehend trocken blieb, hatte laut Jansen einen simplen Grund. Der Wettergott ist Motorradfahrer. Ja, sonst kann das nicht angehen. Also das muss ein Motorradfahrer gewesen sein. Weil als wir hierher gekommen sind, da war es noch am Nieseln und danach kein Tropfen mehr. Also wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Wetter. Mit einem Akustikkonzert der Band Hearing Fall klang die erste Halbzeit des Biker-Treffens musikalisch aus. Und natürlich mit der obligatorischen Siegerehrung, die traditionell Mitveranstalter Helmut Lörzerbin moderierte. Den Preis für die weiteste Anreise gewann eine Friedrichshafenerin. Nicole Minajljuk legte 912 Kilometer zurück. Einmal zu mir bitte. Wie heißt du, mit was für einem Motorrad bist du da und wo wohnst du? Ich bin die Nicole. Ich komme mit der Kawa Z1000 direkt aus Tettnang vom Bodensee. Und das mit dem Hochdeutsch, das probiere ich erst gar nicht, das kriege ich eh nach. Unser Teilnehmerkreis, der zieht immer einen größeren Radius und das freut uns natürlich letztendlich. Die Veranstaltung ist nicht nur hier in Ostfriesland bekannt, sondern sie ist Deutschland bzw. auch schon an den angrenzenden Staaten bekannt. Und wenn das Wetter noch ein bisschen mehr Sonne gehabt hätte, wären sicherlich noch viel mehr gekommen. Im kommenden Jahr steht die 10. Auflage an. Auch Nicole Minajljuk will dann wieder mit dabei sein.